Für mich besonders war eine Patientin, die sehr depressiv kam, die auch ein Suchtthema hatte noch nebendran und die ganz überzeugt davon war, dass sie ihr ganzes Leben eigentlich verwirkt hat. Die war damals erst Ende 30. Sie hat gesagt, ich werde niemals ein Mann, keine Kinder, ich werde alles, ist alles zu Ende in meinem Leben. Und wir haben wirklich hart gemeinsam gearbeitet an diesem Thema. Und nach etwa einem Jahr war die Patientin glücklich, hatte eine nette Beziehung, hat das Leben wieder genießen können. Und da habe ich irgendwie wieder gewusst, ich mache das einfach gerne.